Ist vorbei. Damit herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's, der Custom Night bei Sister Location. Ja, ich würde mal sagen, wir machen als nächstes Girls Night. Da hat der German Snack Gaming selber mit Probleme. Aber wir machen Funtime Frenzy, machen wir. Das ist eine gute Idee. Okay, fangen wir mal an. Das wird schwer. Soll aber eines der einfacheren Aufgaben sein. Hat der German Snack mir zumindest so gesagt. Ah! Puh! Da wäre er weiter schon vorbei gewesen. Okay, rechts. Puh! Ja. Links. Okay. Oh, Foxy ist schon sehr aktiv, wie man merkt. Aber wir könnten es schaffen. Man könnte es schaffen. Auf jeden Fall. Muss ich die Brille richtig machen. Puh. Oh! Schnell zu machen hier. Ja, ist das sowieso jetzt auf der rechten Seite. Okay, jetzt kann ich aufmachen. Puh. Das ist echt hart. Aber ich bin überzeugt, dass wir es bis zur vorletzten Cutscene schaffen werden. Auf jeden Fall. Okay. Da gingen die Erfolgs in die Luft sehr schnell runter. Bei links. Ah, ne. Da war ich ein bisschen zu schnell. Ich wollte normalerweise die Kamera aufmachen. Aber bin auf die rechte Tasse gekommen. LOL! Ich sage, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich vielleicht Foxy nicht beachte. Oder halt, nicht schnell genug reagiere, wenn Bon Bon hier eben geschickt wird. Hey, Bon Bon! Go get him! Foxy ist noch da unten. 69%. 1 Uhr. Könnte knapp werden, aber es könnte schaffbar sein. Ready for a surprise. Oh, okay. Hello. So, lieber Freund, mal wieder. Okay. Diese Millisekunde, die brauche ich auch nur, um zu gucken, ob er da ist. Ja, ist immer noch da. Einfach nur zack, zack. Mehr brauche ich nicht. Das reicht. Hey, Bon Bon! Go get him! Links. Oh, Foxy ist direkt schon an der Kamera dran. Das ist kein gutes Zeichen. Der ist sehr aktiv, Leute. Sehr, sehr aktiv. Aber das... Wir kriegen das hin. Aber ihr könnt mich ruhig warten lassen. Da habe ich gar nichts gegen, wenn ihr mich warten lässt. Nur Foxy, kannst du ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen. Kannst du ein bisschen mehr Zeit lassen? Habe ich gar nichts gegen. So 6 Minuten, das ist schon hart, wenn es auch sehr schwer ist. Da hast du schon sehr viel zu tun. Alles klar. Zum Glück müssen wir uns nicht oben um unseren Freund kümmern noch. Sondern müssen uns auch nur um Bon Bon kümmern und Foxy. Jetzt sind wir noch da. Aber kriegen wir hin. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. So. Und schon wieder darf man zu machen. Bam. Okay. Perfekt. Oh, 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 Foxy war in der Nähe. Ach du liebe Scheiße, hatte ich Glück. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Ich habe mich nämlich nicht gesehen. Das war pures Glück gerade. Hallo?
Wenn Freddy nicht so aktiv wäre. Das kannst du abschmecken, hier reinzukommen. Heute nicht mehr. Heute definitiv nicht mehr. Ist das hier, ist jetzt das der erste Versuch, ist das jetzt der zweite oder so? Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Das habe ich lang genug gemacht. Man gewöhnt sich daran. Die Kamera schnell genug hoch und runter zu machen, gewöhnt man sich. Wenn die Energie nicht so verschwendet wird, kriege ich schon hin. 12%, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Und links. Zack, okay. Jetzt darf Foxy nicht mehr so aktiv sein. Jetzt darf Foxy nicht mehr so aktiv sein, dann kriegen wir das. Aber natürlich muss er jetzt weiß wie viel aktiv sein. Das ist mir klar. Das ist mir logisch. Das ist mir sowas von logisch, dass er jetzt weiß wie viel aktiv sein muss. Das ist mir logisch. 3%. Okay. Oh well. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Oh, aber ich kann sein, dass ich trotzdem Pech hab. Ist vorbei. Yes! Nein! Das kann etwa. Das waren mindestens 10 Sekunden. Ach du liebe Scheiße. Der sieht gar nicht aus wie Purple Guy. Gar nicht, ne? Gar nicht. Ja gut, wunderbar, haben wir das auch geschafft, haben wir Funtime Frenzy endlich geschafft und da würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo dalassen, Daumen nach oben natürlich, teilt es mit Freunden und Bekannten und hier unten könnt ihr weitere Videos von mir anschauen und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei der Custom Night. Bis dahin, tschüss.